Es ist wieder soweit. Die letzten Sekunden, bevor die Lichter ausgehen und es auf die erste Kurve sieht schön aus. Wird. Cool. Wer wird heute auf dem Circuit Paul Ricard den Sieg davontragen? Wir werden es bald herausfinden im Verlauf des großen Preises von Frankreich. Eine Runde auf Paul Ricard zu meistern bedeutet, dass man über eine Gesamtstrecke von 5,8 Kilometer fährt und Frankreich. 15 Kurven kennenlernen muss. 6 nach links und 9 nach rechts. Die beiden Hälften der langen Mistralgeraden werden von einer harten Bremszone unterbrochen, die in einem möglichen Überholpunkt bei der Chicane Nord, also der nördlichen Chikane, mündet. Man muss jederzeit auf Fahrer achten, die über die charakteristischen farbigen Streifen fahren, die wenig Haftung besitzen und deren Oberfläche sehr rau ist. Willkommen auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich. Es ist das 10. Rennen der Formel 1 Saison 2020 und die Rangfolge in der Tabelle nimmt so langsam Gestalt an, Stefan. Ja genau, an der Spitze kämpfen die drei Top-Teams um die Führung, also alles wie erwartet. Ein bisschen unberechenbarer sieht es im Mittelfeld aus, aber man kann wohl sagen, dass Williams nicht ganz so gut abschneidet wie erwartet. Vielleicht, weil die beiden Williams-Fahrer sich gegenseitig die Punkte streitig gemacht haben. Es gibt aber noch so viel zu gewinnen und ein großer Teil der Saison liegt ja auch vor. Oh, diese Kurve da ist sehr gefährlich, glaube ich. Oha. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Leclerc, Dani Quert und Ricciardo. Quert, alles klar. Sehr realistisch. Oh, Vettel ist ja noch im Ferrari. Naja, war ja damals noch so. Devin Butler und Albon, Stroll, Raikkonen. Oh, Butler ist wieder vor. Kevin Magnussen und Aiden Jackson. Giovinazzi und Romain Grosjean befindet sich am Ende der Start. 18. Alter. Mann. Es wird Zeit. Na gut, Williams ist ja für das heutige Rennen. Da noch nicht so wirklich. Ja, die sind halt. Okay, boah, ist das cool gemacht. Hat nicht ganz so begonnen, wie wir es gerne hätten. Oh, jetzt muss ich einen Start machen. Die Chance ein bisschen aufzuholen. Halt dich vom Ärger fern. Jetzt muss ich mal richtig einen Start ablegen. Ich hoffe kein richtiges Rennen, oder? Wahrscheinlich mit Boxenstopp und alles. Oh. Vorher waren es ja nur so Ausschnitte. Standardstrategie. Ich würde da gar nicht viel ändern, glaube ich. Ehrlich gesagt. Boxenrunde 5. Ich ändere, ich habe da keine Ahnung von. Deshalb lassen wir es mal lieber. Haben wir da irgendwie einen Wetterbericht? Kein Regen angesagt, glaube ich. Ist ganz gut. Oh Gott. Boah, ist das cool. Ist schon cool. Wir starten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin kein guter Starter. Häuper, Häuper. Springer, Springer. Wo geht's rum dahin? Ah. Ah, Alter! Nein, 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 das machen wir nochmal, oder? Das machen wir doch nochmal. Oh, beinahe ins Troll reingerast. Ackermann. Oh, das wäre beinahe schief gelaufen wieder. Wieder im Ackermann reingefahren. Wie ist denn mein Ergebnis? Wie ist denn mein Ergebnis? Was muss ich machen? Welchen Platz muss ich haben? 13 Runden. Oh, Alter, ich drehe mich gleich noch. Okay, mit der Brechstange geht's nach vorne. Solange das Ganze ungestraft vonstatten geht, ist das in Ordnung. Oh, Alter. Oh, fette im Ferrari vor uns. Ich kenne die Strecke überhaupt nicht. Ich kenne die Strecke nicht. Ich hab die noch nie gefahren. Es hat kein Training und nichts gegeben. Kein Qualifying für mich. Ich musste hier irgendwie. Ich wurde reingeworfen ins kalte Wasser. Passiert jetzt irgendwas hier wieder? Passiert hier wieder irgendwas? Ein bisschen schneller als der Ferrari. Na gut, der war damals auch noch nicht so gut. Oh, ganz gut dabei, ne? Wir kommen ganz gut voran. Oha, ich hab nicht auf die Strecke geguckt. Sorry. Ich hab nicht auf die Strecke geguckt.
Ich hab daneben geguckt. Alter. Achter Platz. Respekt. Wenn unser Freund Science vor uns. Coole Strecke auf jeden Fall, aber die hat's in sich. Alter! Alter! Hopp! Voll mit der Brechstange, Alter! Egal. Keine Strafe heißt vergessen. Oh, da ist er wieder. Was war das denn? Wer wollte mich denn da überholen? Ungefragt. Ich fasse es nicht. Also ehrlich. Einmal überholt heißt überholt. Oh, der beklagt schon schneller zu sein. Boah, voll nehmen kann man die Strecke. Die kann man voll nehmen. Boah, ich habe die Strecke noch nie gefahren. Selbst mit Fahrhilfen ist das echt eine Herausforderung. Wie gesagt, es gibt um einiges bessere Spieler als mich. Ich bin absolut kein. Heute heißt die Boxeneinfahrt, die muss ich mal merken. Alter, was ist das denn? Was war das denn? Oh Gott, der hat gleich DRS, oder? Nee, noch nicht. Glück gehabt. Jetzt ist DRS aktiviert. Oh, fuck it. Man kann ja sehr viel durchbrettern ohne Bremsen, fällt mir gerade auf. Sehr viel Grün in den Kurven. Ich bin die Strecke noch nie gefahren. Und man muss eigentlich im Prinzip auch mal einfach nur ein bisschen sich konzentrieren und in Kurven mit dazu bremsen. Und ein bisschen Glück haben, dann geht's eigentlich. Dann kann man hier eigentlich die Strecken gut abarbeiten. Und bestehen. Oh, da haben wir was mitgenommen, glaube ich. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Für den Sieg? Für den Sieg. Der redet hier vom Sieg. Guck mal, die kommen voll neben die Kurve. Finde ich cool. Ich bin froh, wenn ich hier vor Ackermann ins Ziel komme. Und der redet hier vom Ziel, vom Sieg. Okay, den Quert werden wir wohl noch kriegen. Wir können uns auf jeden Fall absetzen. Das ist schon mal was. Wow, schnellste Runde. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,7 Sekunden. Schnellste Rennrunde. Finde ich gut. Aber ich muss Piano vorgehen, sonst verliere ich nachher alles. Piano. Ich kenne das Ziel nicht, ehrlich gesagt. Einfach nur gewinnen oder was? Oder muss ich. Ja, wenn ich jetzt gewinnen muss, ne? Dann lass mich aber hier liegen. Bitte lass mich das Spiel. Das Rennen nicht gewinnen müssen. Da komme ich ja niemals vor. Und dann noch mit Boxenstopp. Gut gemacht. Schön überholt. Ich bin ja froh, wenn ich hier einigermaßen mit Punkten ins Ziel komme. Das ist sehr unrealistisch mit dem Williams. Also, das ist einfach storybedingt, ne? Das ist einfach nur, wir wollen ja den Aiden hier nach vorne bringen. Erfolgreich. Wow, das geht schief. Oh. Ah. Mensch, haut aber ab da!
Alter! Oh, heilige. Heilige Krähe. Ich glaube, bald ist Box angesagt. Ich glaube, ich muss gewinnen, oder? Das ist aber sehr... Ich habe kein anderes Ziel gesehen. Ich hoffe nicht. Man muss echt Geduld haben. Man muss sich die richtige Position aussuchen, wo man hier überholen kann. Die kämpfen richtig. Die lassen sich nicht so einfach überholen, natürlich. Oh, weit rausgekommen, weit rausgekommen. Und der Hintermann hängt uns am Arsch. Jetzt sind wir wieder am Arsch von Ricardo. Oh, es geht nicht gut. Oh, auf den man voll nehmen können, Alter. Von außen? Nein! Ah! Alter! Was machst du denn? Also ich und er und überhaupt. Egal, vorbei ist vorbei. Wenn es keine Strafe gibt, scheint es auch keine Verwarnung zu geben. Ja, dann ist halt so. Oh Mann. Zeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Ah, sehr realistisch. Wobei der Ferrari war damals ja echt scheiße. Der war noch nicht so gut. Der ist ja jetzt dieses Jahr so top. Weil Ferrari sich ja immer im Wege gestanden hat seit der WM von Raikön 2007. Seitdem haben so viele versucht, den Titel zu holen. Vettel, Alonso. Der jetzt seit gestern auch richtig sauer sein sollte, da das Team ihn nicht so früh, zu spät reingeholt hat und dadurch, ja. Also ein Fünfter hätte auf jeden Fall funktionieren müssen, also hätte klappen müssen. Jetzt am Ende wurde, glaube ich, Siebter, war das, glaube ich, ne? Ja, er war einfach top dabei, vom Training bis zum Qualifying in Montreal. Leclerc. Uah! Alter! Ich war schon fast vorbei. Natürlich. Platz 4 mit dem Williams. Ich verstehe. Ja, machen jetzt alle Wack. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Der Teamkollege ist in der Box. Kasper kommt an die Box. Kasper an der Box. Muss ich jetzt automatisch an die... Geht es jetzt automatisch? Mal kurz gucken. Was muss ich machen, wenn ich jetzt... Muss ich irgendwas drücken, wenn ich an die Box will? Boxbegrenzer. Boxengassen Setup. Das machen die alle selber, ne? Ich vermute mal, hoffe. Okay, Leclerc ist auch nicht reingegangen.
Ich möchte gar nicht reingehen. Die Reifen sind ganz gut. Aber ich muss leider rein. Ich muss hier Harten holen. Das ist ja die Regel. Ich würde gern draußen bleiben. Die paar Runden. Auf leicht bestimmt machbar. Da merkt man keinen großen Abbau. Oh, fahr abgekürzt. Der Ferrari ist aber echt am Arsch, ne? Also, an meinem Arsch. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, geht automatisch scheinbar. Sehr cool gemacht, muss ich sagen. Sehr, sehr cool gemacht. Ey! In der Box überholt! In der Box auf Platz 1 gekommen, alles klar, ich verstehe. In der Box auf Platz 1. Komm schon! Ja, komm schon! Beeil dich mal! Alter! Oh, Halleluja! Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr. Fünfter Platz. Sechster Platz. Finde ich gut. Ich glaube, es hätte schlechter werden können. Laufen können. Ich glaube, es hätte schlechter werden und laufen können. Die eine Runde zu warten, wo die anderen reingegangen sind, war, glaube ich, nicht verkehrt. Wir hätten vielleicht noch eine Runde warten können! Jetzt dreht er sich da raus! Also mit uns, also wir sind schuld, klar, keine Frage. Solange es keine Strafe gibt, alles gut. Ich vermute mal, es gibt aber auch hier Strafen im Leichtmodus, wenn man das zu übertrieben zu oft macht. Okay, das wieder Leclerc. Ja, in der Boxengasse auf Platz 1, alles klar. Was haben wir denn da gemacht? Was war denn da los? So, das könnten wir eventuell mit einem guten Ergebnis abschließen, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Alter. Dreh dich mal für mich. Zeig mal eine schöne Pirouette. Dann kriegst du auch eine Jogurette von mir. Schön. Okay, auf Treppchen kommen wir, oder? Treppchen schaffen wir. Ich habe das Ziel nicht vor Auge. Was war das Ziel? Erster Platz oder was? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es reicht Treppchen. Kollegen beträgt 21,7 Sekunden. Ah, wir wollen natürlich den Aiden hier. Ey, der soll natürlich Erfolge feiern, ne? Sonst wäre das sehr unrealistisch hier mit dem Williams. Oh, ist das unrealistisch. Da ist Bottas. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,0 Sekunden. Mhm. Meinetwegen. Meinetwegen. Ja, den Bottas kriegen wir. Den kriegen wir schon gedreht. Den kriegen wir schon gedreht. Ich stehe da auf Pirouetten. Ja, der Wagen ist nicht verkehrt. Der liegt ganz gut heute. Ist natürlich gescriptet, ne? Es soll so sein. Es soll heute so sein. Das lasst mich vorbei. Ich bin vorbei. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Oh nein, der hat Windschatten und DRS. Aber wir kommen weg. Wir kommen weg, Gott sei Dank. Hey, die schnellste Runde. Geil. Wir nehmen den Körb mit. Also hier die Pinökel da.
Da ist Verstappen. Da ist der Maxl. Da ist der Maxl. Der Max. Der Max. Der Verkacks. Nein, weiß ich nicht. Ja, der ist halt ein Talent. Talent im Top-Auto. Junges Supertalent, gar keine Frage. Fahren kann er, ja. Obwohl ich nicht so ein großer Fan von ihm bin. Aber fahren kann er. Ja, unser Auto liegt heute ganz gut. Mit Leichtigkeit kommen wir ran. Benzin noch aus. Oh. Ja, typisch Holländer. Fährt mir da die Kerl. Ja, ich bin schuld, natürlich. Ich bin schuld, aber egal. Vorbei ist vorbei. Vorbei ist vorbei. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Da ist Lewis. Lewis ist vor uns. Das wird ein doppelter Engländer-Sieg. Ich glaube, er ist Engländer, ne? Der Aiden Jackson. Klingt zumindest so. Das ist ein Name, der kommt nicht im Schwarzwald vor. Hamilton! Hamilton! Ich saug mich ran an Hamilton! Windschatten! Windschatten! Oh, es geht da in die Bremse, Alter! Leck mich doch fett am Arsch! Was war das denn? Der hat zu früh gebremst, warum? Der hat zu früh gebremst! Aber war keine Verwarnung, also ist alles gut. Also es macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Mal ein bisschen hier so auf der den Pistenrambo rauszuholen und so, das ist schon. Wie gesagt, ich bin kein Top-Superfahrer, der nach allen möglichen Regeln fährt. Oh, Alter. Was war das denn? Jetzt lass dir den Sieg nicht nehmen, Junge. Lass dir den Sieg jetzt nicht nehmen. Aiden ist ein absolutes Talent. Er fährt um Sieg. Jetzt schon. Gerade erst in die Formel 1 aufgestiegen. Fährt mit einem Wagen wie Williams. Allen davon. Guck mal, der Mercedes, der muss abreißen lassen. Wir sind besser als der Williams. Als der Mercedes und der Red Bull. Und naja, Ferrari war damals eh nicht so gut. Ja, Lewis und Max. Hier ist ein neuer, der euch hier, ne? Das Leben schwer macht. Naja, ich mach's, wie gesagt, ich spiele das Spiel hier für die Story, weil ich das gerne mitkriegen möchte, wie das hier mit der Story weitergeht. Das Fahren ist halt. Ja, Nebensache für mich. Und deswegen fahre ich halt auch so, wie ich fahre. Ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht mit der Konkurrenzgeschichte hier. Mit dem Aufstieg von Aiden. Und ich komme ja, wie man sehen kann, so auch ganz einfach auf Platz 1. Na gut, ich spiele leicht, ja, keine Frage. Ich spiele leicht. Da ist das auch gar nicht mal so schwer. Egal, dann sind wir einfach mal mit dabei, wie Aiden hier als Supertalent ganz früh immer gewinnt. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 6. Unsere ersten Führungskilometer, ne? Haben wir abgespult. Wie wird wohl Ackermann reagieren, wenn ich das Rennen hier gewinne?
dann muss er mit mir reden, oder? Dann muss er mir wohl mal loben. Ja, wie gesagt, er bleibt dran, der Louis. Aber wir können uns auf jeden Fall absetzen etwas. Ja, sehr gut. Wo ist denn Ackerman? Wo ist Butler? Warum ist der nicht hier vorne? Hat ein großes Maul, ne? Aber ganz ehrlich. Wir gewinnen hier das Rennen, oder? Ja? So, die ganze voll schön. Das ist eine coole, eine wunderbare, volle Kurve. Und hier kann man sich voll ransaugen. Ja, das ist schon eine schöne Strecke. Die hat ja Magny-Cours in Frankreich ersetzt. Magny-Cours war auch eine coole Strecke. Mit der berühmten Haarnadelkurve. Kurve, nicht Kurve. War immer die klassische Frankreich-Strecke. Ich glaube, demnächst. Irgendwann wird bestimmt noch Paris damit bei sein. Wer weiß. Ich glaube, die Vier-Macher sind fleißig dabei, neue Rennen zu entwickeln. Aber erst einmal feiern wir unseren Sieg. Aiden Jacksons erster Sieg. Mit einem Williams. Williams Power. Williams Power. Williams is back. Tolles Rennen und ein fantastischer Sieg hier in Paul Ricard. Für die großen drei ist alles beim Alten, aber im Mittelfeld gab es hier in Frankreich ein bisschen Bewegung. Das war auf jeden Fall ein viel besseres Ergebnis von Williams. Sie sollten eigentlich öfter so gut mithalten können. Wenn die Form stimmt, können sie es mit jedem der Teams im Mittelfeld aufnehmen. Was sie heute klar bewiesen haben. Es ist an der Zeit, die Trophäen zu überreichen, denn die erfolgreichen Fahrer begeben sich zum Podest. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit heute für Williams, aber das Team hat letztlich den Sieg verdient. Auch Mercedes-Motor. Mercedes-Doppelsieg sozusagen. Kundenmotor gegen Werksteam. Aber ein britischer Doppelsieg. Williams-Mercedes. Das war gut. Was kommt jetzt? Ein Lob von Kasper? Gute Arbeit auf der Oh, ein Interview. Dürfen wir mal führen. Jetzt haben die mal Interesse an uns. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es aufs Treppchen geschafft. Das war ein fantastisches Ergebnis für Sie und Ihr Team. Wie fühlen Sie sich dabei? Ich habe es Ihnen gezeigt. Ich wurde vor eine Herausforderung gestellt und habe bestanden. Es war eine Teamleistung. Ich sitze nur am Steuer. Ja, das glaube ich. Es war eine Teamleistung. Ich sitze nur am Steuer. Das war ein fantastisches Ergebnis heute und ich finde, wir haben es alle verdient. Ich freue mich nur, dass ich das nicht so abgehoben reagieren. Das Ergebnis, vor allem wenn man bedenkt, dass das hier Ihre erste Saison in der Formel 1 ist. Würden Sie sagen, Sie haben sich hier jetzt eingewöhnt? Auf jeden Fall. Für mich war das nie ein Problem. Änderungen sind immer schwierig, aber ich glaube, ich habe mich eingewöhnt. Ich habe bewiesen, dass ich mit einem F1-Boliden genauso gut fahren kann wie in der F2. Oh, nee. Ich glaube, es gibt ja immer diverse Hindernisse und man weiß nie, was einen als nächstes erwartet. Veränderungen sind immer schwierig, aber ich glaube, ich habe mich eingewöhnt. Ich möchte nicht so ein, das Team scheint zufrieden zu sein. So ein Arsch werden. Es gibt also so derzeit keine eingebildeter Lackaffe. Wir konnten alle sehen, dass Sie und Kasper im bisherigen Verlauf der Saison auf Konfrontationskurs waren. Liegt das jetzt hinter Ihnen? Tja, der hat noch nicht mit mir geredet. Es gibt wohl immer so etwas wie eine Eingewöhnungsphase, aber ganz egal, wer dein Teamkollege ist. Wenn es noch ein Problem gibt, liegt es nicht an mir. Kein Kommentar, weil was soll man jetzt sagen? Wir müssen erst mit Kasper reden. Darauf kann ich nicht näher eingehen. Wir müssen erst mit Kasper reden. Das ist jetzt sonst... Vielen Dank für Ihre Zeit. Da ist er. Da war er. Es ist Zeit, dass er uns lobt. Kapitel 3 nach dem Rennen. Großer Preis, Grand Prix von Frankreich. Jackson hat beim Grand Prix von Frankreich eine solide Leistung abgeliefert und die Position von Williams als ernstzunehmender Gegner der vielen Teams im Mittelfeld der F1 gefestigt. Sehr zur Freude der Teamleiter und der Fans. Eine solide Leistung! Wir haben das Rennen gewonnen, Mann! Ernsthaft! Jackson findet Form in Frankreich und holt Punkte für Williams, wobei die bisherigen Rennwochenenden... Ach Gott...
Brian? Aiden, nur damit du Bescheid weißt, wir haben eine Teambesprechung in 20 Minuten. Mal wieder? Kein Problem. Wir wollen nur unsere Strategie besprechen, solange die Erinnerung an das Rennen noch frisch ist. Alles klar, wir sehen uns dann. Und bei der Gelegenheit wollte ich nur sagen, du bist heute gut gefahren. Gut, ich habe gewonnen. Das erste Mal seit langem für Williams. Sagen wir mal, es wurde zur Kenntnis genommen. Gute Arbeit, Junge. Wir sehen uns in der Besprechung. Na gut, in dieser Version, also in diesem Spiel hat wahrscheinlich der Ackermann vorher immer gute Erfolge schon eher abgelegt als in der realistischen. Ah, Mama. Hi, Mom. Hallo, Aiden. Ich wollte nur sagen, gut gemacht, wie immer. Alles okay? Danke, Mom. Ja, alles okay, besser als okay. Ich glaube, ich war heute richtig gut. Das habe ich richtig auch gedacht. Gut. Die Nachbarn können es bezeugen. Ich habe ziemlich laut gejubelt. Oh, nicht schon wieder. Ich bin richtig stolz auf dich, Aiden. Hey, bald geht's nach Silverstone. Heißt das, du kommst für ein paar Tage nach Hause? Denke schon. Ich versuche für ein, zwei Tage vorbeizukommen, entweder vor oder nach dem Rennwochenende. Silverstone. Das war immer die Lieblingsstrecke deines Vaters. Ich weiß. Du kommst immer noch zum Rennen, ja? Als VIP? Auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen. Es wäre nur schöner mit Begleitung, weißt du? Ja, ich weiß. Aber ich werde ja auch da sein. Ich freue mich schon drauf, dich zu sehen. Ich auch. Naja, ich will dich nicht länger aufhalten. Du willst bestimmt feiern. Wie gesagt, gut gemacht. Hab dich lieb. Ich dich auch, Mann. Bis bald. Silverstone ist also die nächste Strecke. Die absolute Traditionsstrecke. Da, wo das erste Formel 1 Rennen stattgefunden hat, damals in den 50er Jahren. Und wir dürfen darauf fahren. Ach ja. Hat damals ja noch anders ausgesehen. Heute ist die hat ja einige Umbaumaßnahmen hinter sich. Mal sehen, wie es so läuft. Aber erstmal hier. Also, wo waren wir stehen geblieben? Nach ein paar aufsehenserregenden Zwischenfällen zu Beginn der Saison hat Jackson jetzt angefangen, seine Form zu finden. Ich glaube, es gibt da immer diverse Hindernisse, sagte Jackson mit einer erfrischenden Bescheidenheit, als ich ihn fragte, ob er sich in der F1 eingewöhnt hat. Änderungen sind immer schwierig, aber ich glaube, ich habe mich eingewöhnt. Jetzt nach dieser... Oh, guck mal, die haben sich darauf auf das, was wir gerade geantwortet haben, haben sie sich jetzt hier tatsächlich angepasst. Finde ich cool. Jetzt an dieser unglaublichen Leistung beim Grand Prix von Frankreich hat sich Jackson nicht nur eingewöhnt, sondern demonstriert eindrucksvoll, wie er den Aufstieg in die F1 geschafft hat. Im weiteren Verlauf der Saison werden wohl alle Augen auf diesen jungen Fahrer gerichtet sein und das aus gutem Grund. Vettel gibt Aufstieg bei Ferrari bekannt, aber hat er schon eine neue Heimat? Das alljährliche Reise nach Jerusalem-Spiel hat diesmal mit einem Knall begonnen, als bekannt wurde, dass Sebastian Vettel nach der Saison 2020 nicht mehr für Ferrari fährt, sondern für Aston Martin. Die Gespräche zwischen Ferrari und dem vierfachen Champion sind gescheitert, als beide Seiten sich nicht auf ihre Pläne für die Zukunft einigen konnten. Während Vettels nächster Schritt in diesem Sport nicht noch komplett unklar ist, muss Ferrari sich überlegen, wie und mit wem sie ihn ersetzen wollen. Da Charles Leclerc Vertrag bis Ende 2024 eine Stelle bei Ferrari garantiert, ist die Frage, wer sein neuer Teamkollege sein wird. Ja, aktuell ja Carlos Sainz, ne? Der gestern ein Top-Rennen geleistet hat, einen Top-Kampf mit Max um den Sieg gefahren ist. Aber Max hatte einfach, ja, besseres Auto. Aber der Ferrari war gestern auch gut. Aber leider hat es diesmal nicht geklappt. Aber 1 und 2, also wie gesagt, der zweite Platz für Sainz war schon gut. Wäre der erste Sieg geworden, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Brian Doyle Teil 2, Trackside. Und oh, hatten wir Hamilton schon erwähnt? In dieser Ausgabe von Trackside gibt es nicht nur unser aufschlussreiches Gespräch mit Lewis Hamilton höchstpersönlich, sondern auch den zweiten Teil unseres Interviews mit Brian Doyle. Nach dem letzten Teil, bei dem es um Brians persönliche Strategien in seinem Beruf ging, erzählt Doyle uns hier mehr über sein Leben abseits der Rennstrecke, seine Ansichten zur Erhaltung der Weltgeschichte und seinen Leidenschaften als Antiquitätensammler. Es hat mich mit Oldtimern angefangen und kurz danach kamen Reiseuhren, die ja eigentlich sowas ähnliches sind, sinnierte Brian, ohne sich zurückzuhalten. Brian ist ein überlebensgroßer Charakter, mit dem es immer viel zu lachen gibt. Sein Team wird da sicher zustimmen. Ja, Social Media, bemerkenswerte Leistung vom Neuen bei Williams heute. Das kostet mich zwar wahrscheinlich ein paar Follower, aber ich glaube, ich ändere meinen Namen in AidenFan01. Das war einfach nur wow. Ja, HemFan01 entfolgt. Entfolgt? Die Runde von Jackson war zauberhaft. Die Extrapunkte waren verdient. Wir haben gewonnen, Mensch! Williams diesmal viel besser.
Was zum Vette geht? Ferrari braucht doch seine Erfahrung. Guter Form ist locker so gut wie Leclerc. Ja, aber er ist nie reingekommen. Irgendwie, ja, Ferrari stand sich leider, wie sonst davor auch, immer wieder selber im Weg. Die können immer wieder irgendwelche Personalien austauschen, aber irgendwie haben sie es nie hingekriegt, seit 2007 nochmal einen Titel zu holen. Vizetitel hatten sie ja geholt, mit Alonso und Co. Aber irgendwie hat es nie wieder... Ja, eigentlich war es nur der Schumacher, der die großen Erfolge seit 1979, glaube ich, mit Lauda, ne? Also die Durststrecke, ne, ab 1979 bis zum ersten Titel mit Schumacher, da war auch Ferrari nicht so gut dabei mit Titeln. Also, ne, also ist halt, jeder möchte gerne mal für Ferrari fahren, ne, gar keine Frage. Aber so richtig top, naja. Weiß nicht, soll ein Fahrer bleiben, wenn er und das Team sich nicht verstehen? Tja, wenn das Team nicht will, ne, dann muss man gehen. Muss schon sagen, Jackson hat mich echt überrascht. Starke Debütsaison. Geschwindigkeit von Einstellungen und Übertragungsrate direkt überprüfen. Mit unserem gratis Online-Rig-Checker. Toll für Streaming unterwegs. Jetzt auf unserer üblichen Seite erhältlich. Voll die Werbung. Das Trackside-Interview mit Brian Doyle. Reiseuhren, im Ernst? Ist irgendwie nicht dasselbe, wenn Jackson so eine Leistung bringt, ohne dass einen Davide dabei ins Ohr schreit. Hä? Davide? Da habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Unglaublich, dass die Saison schon so lange läuft. Wie konnte so viel Zeit vergehen? Hoffe, Vettel findet für nächste Saison eine Stelle. Wäre schade, so einen guten Fahrer zu verlieren. Ja, aktuell muss er sich also, ja, mal sehen, ob er auch 2023 noch fährt und 2024. Irgendwann hört er bestimmt auf. Und dann wird er bestimmt andere Karrieren in Angriff nehmen. Da kann man gespannt drauf sein, was so kommt bei Herrn Vettel. Frankreich, du warst wunderbar. Auf zum nächsten Rennwochenende. Aiden Jackson F1, schon über einen gemeinsamen Stream nachgedacht. Das Dancis ist ein tolles Reißmikrofon für Streamer, Podcaster. Werbung, ehrlich? Werbung? Und Mails. Jeff Nelson, was für ein Ergebnis. Renningenieur, du bist heute echt klasse gefahren, Aiden. Einfach großartig. Ich habe gewonnen. Ich muss schon sagen, es war fantastisch, dich oben auf dem Treppchen zu sehen. Aha, und die Punkte könnten wir auch gebrauchen. Es ist schön, dass du zurzeit mit so einem Selbstsicherheit fährst. Und es ist mir eine Ehre dabei, die Stimmen in deinem Ohr zu sehen. Ich wollte das schon bei der Besprechung sagen. Es ist eine Freude zu sehen, wie du immer besser wirst. Vor allem, wenn man im selben Team ist. Also wie gesagt, gut gemacht, im Team reden schon alle darüber. Jeff. Sorry, ich bin kein guter Leser. Ich möchte eigentlich mehr... wieder auf die Rennstrecke. Lesen ist nicht so meins, aber spielen ja auch nicht wirklich. Aber so bin ich halt. Der schlechteste Gamer der Welt ist auch der schlechteste Reader der Welt. Aiden, ich habe gerade dein Interview mit Claire gesehen und wollte nur Danke sagen. Ich weiß, dass es dir bei dir und Kasper Probleme gibt. Du hast also das Richtige getan, als du da keinen Kommentar dazu abgegeben hast, wie es zwischen euch läuft. Wie schon meine Mutter immer gesagt hat, wenn du nichts Nettes sagen kannst, dann lieber gar nichts. Danke, Brian. Ja, das war besser. Wir mussten erst mit den Kasper reden. Wir können da jetzt nichts sagen. Das ist nicht gut. Und nochmal, Brian. Hab vergessen zu erwähnen. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview für Trackside gemacht. Hat mir richtig Spaß gemacht. Vielleicht hast du es ja schon gesehen. Colin, der Typ, der mich interviewt hat, hatte gesagt, dass er dich für ein Gespräch erreichen wollte. Du solltest vielleicht mal mit deinen Assistenten sprechen. Denn er meinte, er hat noch keine richtige Antwort gekriegt. Ich habe ihm jedenfalls deine E-Mail-Adresse gegeben. Kannst dich später bei mir bedanken. Brian, was? Warum tust du das? Ich kann bitte selbst entscheiden. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, Alter. Einfach die E-Mail-Adresse rausgeben. Das kann ja sonst irgendein Sensationsjournalist sein. Er arbeitet für Trackside. Die Bild-Zeitung des F1-Spiels. Oh, Mann. Ich ändere mal schnell meine Adresse. Grand Prix von Großbritannien. Silverstone. 2 Wochen später. Kapitel 4. Während es bei WM2 weitere Anzeichen für eine Verbesserung gibt, ist der Blick der F1-Szene auf Silverstone gerichtet. Es wird eine schwere Prüfung für Rookie Aiden Jackson, der hofft, die Zuschauer seiner Heimat zu beeindrucken und sie auf dieser geschichtsträchtigen Strecke für sich gewinnen zu können. Eieiei, das wäre natürlich schön, ne, wenn er hier gewinnen würde. Ja, wir haben auf jeden Fall das erste Mal... quasi kein ganz richtiges Rennen, aber wir haben eins mit Start gehabt, eins mit Boxenstopp,
Natürlich alles mit Automatik, ne? Außer der Start natürlich. Also mehr oder weniger Automatik. Wir brauchen nur Gas zu geben, sonst normalerweise muss man auch mit schalten und so, ne? Aber Gas geben reicht schon beim Start. Ja, wir haben uns ganz gut geschlagen, glaube ich. Mal sehen, wie es dann in England, dann in Großbritannien laufen wird. Ob wir einen Doppelsieg hinkriegen. Doppelsieg erst einmal mit Jackson und Ackermann. Oder wieder ein englisches Doppelsiegchen mit uns und Lewis. Das würde die Engländer bestimmt freuen. Und Ackermann ist wohl Holländer, ne? Niederländer. Aber er fällt Williams. Williams ist ja auch englisch. Also in dem Fall entweder Lewis und meinerseits, also mit mir ganz oben natürlich, oder meine Seite und Ackermann. Würde auf jeden Fall die englischen Fans bestimmt freuen. Mal sehen, wie wir uns da so schlagen werden. Ich bin gespannt. Mal sehen, wie es dann so weitergeht mit dem Spiel F1 2021. Der 22er Teil kommt, glaube ich, im Juli raus. Aber ich glaube, die Story-Variante ist, glaube ich, dieses Jahr nicht dabei. Dafür glaube ich eine andere Karrieremöglichkeit mit Team und so, was man sich dann mit aufbauen kann. Kann gespannt sein, was da so kommt. Macht auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, ich bin wirklich ganz schlecht. Ich habe alle Hilfen angestellt und ich muss einfach nur noch mich konzentrieren und in den Kurven mit ein bisschen bremsen. Und eigentlich, ja, und da wir ja Rückblenden haben, sollten wir da relativ gut durchkommen. Und ich hoffe, das wird auch weiterhin so ablaufen. Bin gespannt. Aber auf jeden Fall mache ich das Ganze nur für die Story. Ich möchte gerne die Story mitkriegen. Das Fahren gucke ich mir, da ich mich da irgendwie so durchschlagen werde. Und ob es dann in England wieder einen Sieg bringt, wird es dann zeigen. Mal sehen, wie es dann so in England läuft. Der große Preis war in Großbritannien in Silverstone. Die große Traditionsstrecke, da wo das erste Mal ein F1 Grand Prix stattfand. Mal sehen.